Erachtens Jacqueline Feldmann. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Stuttgart. Hi. Ja, ich freue mich total, heute Abend hier spielen zu dürfen bei euch. Und ich muss mich kurz vorstellen, mein Name ist Jacqueline und ich komme aus dem Sauerland, aus dem schönen Sauerland. Ich weiß nicht, ist heute Abend jemand auch noch hier aus dem Sauerland da, zufällig? Yay. Läuft super. Ich komme aus Plettenberg, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. In Plettenberg, wir haben so ein krasses Schwimmbad bei uns, ja, das Schwimmbad mit der ersten Stehrutsche. Und bitte, 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 nach der Show googelt es einfach mal. Es gibt ein YouTube-Video von dieser Stehrutsche. Bitte schaut es euch an, es ist genial. Da sind nämlich zwei Leute bei Galileo und testen diese Rutsche. Und ein Typ ist dabei und ein Mädel. Das Mädel ist so ganz süß und der Typ ist wirklich echt der Knaller, weil er wird vorgestellt mit Tobi, 23, Profi-Rutscher. Und ich habe mir gedacht, wie stolz müssen seine Eltern gewesen sein, als er nach Hause kam und gesagt hat, Mama, Papa, ich bin Profi-Rutscher. Ja, wahrscheinlich genauso stolz wie meine Eltern, als ich ihnen gesagt habe, Mama, Papa, ich höre jetzt auf mit dem Finanzamt, ich mache jetzt Comedy. Ja, wahrscheinlich genauso. Ja, es war schon schwierig. Ich habe echt viel versucht, um aus dem Sauerland rauszukommen, ja, wirklich wegzukommen. Ich habe mal mitgemacht bei der Wahl zu Miss Sauerland tatsächlich. Ja, da habe ich sogar den 8. Platz gemacht. Hey, danke. Danke für diese 3 Klatscher, danke, danke. Aber braucht ihr nicht klatschen, ich meine, mein Vater hat gewonnen. Auf Platz 3 war eine Kuh, aber ey. Immerhin 8. Was auch komisch ist, weil es haben nur 6 mitgemacht. Aber ich muss sagen, mittlerweile kann man ja alles werden. Ne? Du kannst ja Miss Stuttgart werden, Miss Sauerland, Miss Stück, alles. Ne? Kannst alles machen, komplett. Ja? Komplett. Und da habe ich mir immer gedacht, nee, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich was Ordentliches lernen. Und da muss ich auch sagen, ich bin jetzt 24 Jahre jung. Ich frage mal kurz nach, ist jemand hier in meinem Alter zufällig da? Mal kurz klatschen, das wäre schön zu wissen. Ist jemand hier so um die 24? Ja, 5 Leute, cool. Das ist schon mal mehr als letztens, als ich hier in so einem Dorf war, hier in Düsseldorf. Und da haben wirklich tatsächlich ganz viele geklatscht. Das war nämlich ein Seniorentreff. Ja? Und ich dachte mir, die verarschen mich. Ja? Aber irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass sie Jahrgang 24 verstanden haben. Und ja, dann hat es wieder Sinn gemacht. Ne? Naja. Aber ich muss sagen, dieses Alter ist echt cool, ne? Weil man kann, wie gesagt, man kann so viel machen. Ne? Auch jetzt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich will was ganz anderes machen. Und das finde ich irgendwie ganz cool, ne? Weil man so viel Auswahlmöglichkeiten hat. Du kannst ja wirklich heutzutage in jedem Alter alles werden, ja, alles. Und das sieht man auch ganz oft, das sagen auch Eltern schon ihren Kindern, wenn die ganz, ganz jung sind. Ne? Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Ganz oft sind das so Biomütter, kennt ihr diese Biomütter, diese Dinkelmoms, ja, mit diesen Soja-Leggings. Oh, die stehen wirklich vor dem Kind mit so einer Pastinake immer in der Hand und ich liebe das, weil die sagen immer, oh mein Gott, du kannst alles werden. Mach dir keine Sorgen, die Zukunft steht dir offen, du kannst alles werden. Und dann steht man manchmal daneben, schaut sich das Kind an und denkt sich, nein, das kann nicht alles werden. Es hat gerade die Rutsche runtergepinkelt und ist erst danach gerutscht. Was soll aus ihm werden? Ja? Ja, vielleicht Profi-Rutscher, man weiß es nicht. Ja, ja, ich habe natürlich, wie gesagt, ihr habt es schon gehört, ich habe tatsächlich beim Finanzamt gearbeitet und ich habe da mit 16 die Ausbildung gemacht. Die geht 2 Jahre, fühlt sich an wie 20, ist ein anderes Thema. Dann kommen noch 3 Jahre Probezeit und dann wurde ich wirklich mit 21 schon verbeamtet auf Lebenszeit. Das ist in NRW so, ja. Also mit 21 war ich Finanzbeamtin auf Lebenszeit. Krass, oder? Hey, ich hätte eigentlich nie wieder arbeiten müssen. Nie wieder. Ja, aber ich habe gekündigt, ja. Weil ich habe mich immer gefragt, warum haben die mich eigentlich eingestellt? Ja, ich meine, ich habe mein Abschlusszeugnis auch gesehen. Ich weiß, was da drauf stand. Ja, hier Mathe zum Beispiel habe ich nie gereilt, ne? Sinus, Cosinus, Muskatnus, kannst du mich fragen, was du willst. Ne? Aber die haben mich genommen und dann habe ich irgendwann rausgefunden, warum die mich genommen haben. Und zwar, es ist scheißegal, wer beim Finanzamt sitzt, weil dieses Steuersystem ist so kompliziert, das versteht eh keiner. Ja, auch Olaf Scholz leider nicht. Und es ist sehr traurig, auch ich merke immer wieder, ne, damals als ich da gearbeitet habe, wie kompliziert das ist. Ich glaube auch, es ist wirklich einfacher, sich alle Namen der Wollnis zu merken, als das zu verstehen. Ja? Ohne Scheiß. Ich habe echt, manchmal habe ich Anrufe bekommen, ne? Das ist ja auch so im Finanzamt und man merkt an den Fragen so, ja, da ist wirklich sehr viel Wissen, was noch nicht raus in die Bevölkerung gegangen ist. Ja? Also viele Leute wissen einfach nicht Bescheid, ne? Und man muss natürlich auch Glück haben, dass jemand rangeht im Finanzamt. Das ist schon mal Punkt 1. Ich meine, ich bin ehrlich, bei der Ausbildung der erste Tag, wir kriegen gesagt, hier das schwarze Ding auf dem Schreibtisch, das Telefon, da geht man nicht ran.
Oder man wird gezeigt bekommen, ne, wie diese Knöpfe funktionieren. Es gibt 3 Knöpfe. Ne? Der erste Knopf ist, dann kommt so eine Schalte, die sagt, es tut uns leid, aber dafür bin ich nicht zuständig. Der zweite Knopf ist, tut mir leid, mein PC funktioniert nicht. Oder auch manchmal gerne als Alternative, mein Telefon ist kaputt am Telefon. Ja. Und zuletzt, die letzte Schalte, ja, die bringt alles immer ins Wanken. Ja, dann hört es auf, dann kommt immer die Schalte. Sehr geehrte Bürger, sehr geehrte Bürgerin, leider rufen Sie außerhalb unserer Arbeitszeiten an. Bitte rufen Sie morgen wieder gewohnt von 9 bis 9.01 Uhr an. Viel Glück. Ja, ja, das kriegt man, ja, ist das so. Ja, kriegt man beigebracht. Ne? Aber ich bin ehrlich, da finde ich es immer cool, ne, wenn man das lernt. Ne? Also ich finde es wirklich toll, dass sie das gelernt haben, weil es ist wirklich sehr kompliziert und man merkt immer, ah, da sollte vielleicht doch mehr noch in die Bildung reinfließen. Ne? In der Schule zum Beispiel. Man kriegt ja nichts erzählt über Steuern oder Miete oder Versicherung. Nichts. Aber die Kinder können dir heutzutage alles ausrechnen. Ne? Den Umfang der Sonne. Sie können dir erklären, wie sich ein Mitochondrium zusammensetzt. Denken aber immer noch, Brutto und Netto sind Supermärkte. Tja, da... läuft was falsch. Ja, das ist schön, ne? Wenn die Jüngeren, ne, hier sich gerade fragen, was war daran falsch und alle Älteren sagen, ja, das ist das Problem. Und scheiß Leute, ich war einmal in Ulm, ja, ist ja auch nicht weit weg, ich war in Ulm, ja, und da habe ich das erzählt und dann nach der Show kommen 2 Mädels zu mir und sagen original wirklich so, hey, was laberst du da? Ich gehe mal Netto, Brutto gibt's nur im Norden, tschüss. Vielen Dank, danke schön. Jacqueline Feldmann!